Hallo ihr Lieben, heute soll es nochmal zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher geben und es kann sein, dass ich während dieses Videos heller und dunkler werde, irgendwie kommt die Sonne gerade raus, aber es schieben sich immer wieder massig Wolken davor und ja, ihr kennt das ja schon beim Drehen, ne? Das Wetter und das Licht, das ist immer so eine Sache. Ja, auf jeden Fall soll es heute zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher geben und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Beginnen wir mit dem ersten Buch, was ich euch zeigen möchte, und zwar ist das dieses hier, Das Herz des Verräters von Mary E. Pearson. Das ist der zweite Teil zu den Chroniken der Verbliebenen und ich stelle das Buch auch mal hier hinten hin. Und ich habe dieses Buch mit der Annika und der lieben Sina zusammen gelesen. Hallo ihr beiden, seid auf jeden Fall gegrüßt an dieser Stelle. Und ja, Annika hat das Buch dann leider abgebrochen. Sie hat es nicht bis zum Ende durchgestanden. Und ja, ich habe aber gedacht, komm, zieh das Buch durch. Du willst jetzt schon irgendwie wissen, was in diesem Buch noch alles passiert, ob da überhaupt noch was passiert. Und deswegen habe ich es bis zum Ende durchgezogen. Aber für mich steht definitiv fest, ich werde diese Reihe nicht weiterlesen. Dieses Buch war für mich eine Qual bis auf die letzten 100 Seiten. Denn in diesem Buch ist wieder einfach nicht wirklich was passiert und dieser Schreibstil war wieder so ausladen, das war auch einfach nicht meins und deswegen habe ich jetzt entschieden, ich werde diese Reihe nicht weiterlesen, ich werde mir das jetzt nicht geben, nochmal zwei Bücher zu lesen, denn das Problem bei dieser Reihe war, die Geschichte an und für sich, es ist das ganze Buch nichts passiert und jetzt kommt schon wieder die Sonne, dann kamen die letzten 100 Seiten und da hat die Autorin echt nochmal einen nach dem anderen rausgehauen und am Ende dachte ich mir so, ja toll, danke, jetzt möchte ich schon irgendwie wissen, wie es weitergeht. Aber ich investiere jetzt nicht nochmal 36 Euro für zwei Bücher, die ich eigentlich total langweilig finde. Deswegen ist diese Reihe jetzt für mich vorbei und ich werde sie definitiv nicht weiterlesen. So, da mich das Licht jetzt gerade extrem genervt hat, habe ich jetzt einfach mal das Rollo runtergemacht. Und dann habe ich nicht immer diese Lichtschwankungen im Gesicht. Ja, Das Herz des Verräters. Ich kann euch zum Inhalt hier nicht wirklich viel sagen. Denn die Geschichte setzt genau da an, wo der erste Teil aufgehört hat. Ich kann nur so viel sagen, dass sich das ganze Buch mit einer Flucht beschäftigt. Das ganze Buch beschäftigt sich mit einer Flucht. Wie kann man 500 Seiten über eine Flucht schreiben? Ich habe echt gedacht, wo ich das Ende gelesen habe, diese Autorin hat 500 Seiten geschrieben für eine Flucht. What? Ja, also ich habe echt gemerkt, Mary Pearsons Schreibstil ist überhaupt nicht meins. Es ist, wie gesagt, der erste Teil war ja für mich schon sehr, sehr langatmig und es ist da für mich auch einfach schon nicht viel passiert und das ging im zweiten Teil jetzt so weiter und ich habe mir einfach so gedacht, ja, das, was Königreich der Schatten zu wenig hatte, hatte dieses Buch definitiv zu viel und es ist einfach nicht meine Geschichte gewesen, deswegen werde ich die Reihe, wie gesagt, auch nicht weiterlesen. Ich kann zum Buch auch nicht wirklich viel sagen, denn wie gesagt, es war für mich einfach sehr, sehr langatmig alles und sehr, sehr langweilig. Es ist einfach nicht wirklich viel passiert in dieser Geschichte und auch die Entwicklung der Charaktere war okay, aber hat mich jetzt auch nicht wirklich irgendwie überrascht oder mich irgendwie berührt oder ja, dieses Buch ist mich einfach, also dieses Buch ging mir einfach nicht irgendwie nah oder irgendwas. Also ich war einfach mehr genervt beim Lesen als alles andere von diesem Buch, weil halt einfach nicht viel passiert ist und ja. Ich kann nur sagen, Das Herz des Verräters war so eine Geschichte, die war für mich so lala. Der Schreibstil war überhaupt nicht meins und wie gesagt, das Ende war wirklich so die letzten 100 Seiten, wo die Autorin dann nochmal eins nach dem anderen rausgehauen hat. So, jetzt habe ich 400 Seiten nur was umschrieben und beschrieben und nicht wirklich was erzählt. Jetzt muss ich auf 100 Seiten mal hier noch was bringen. So kam das für mich rüber und das war nicht meins. Und deswegen werde ich die Reihe definitiv nicht weiterlesen und ich werde schon wieder dunkel und das bricht mich an. Ja, sorry für das Licht. Ansonsten, und jetzt werde ich wieder hell. Was ist das heute hier mit dem Licht? Ja, also wie gesagt, das Buch war okay, war nicht mein Fall, deswegen möchte ich dazu jetzt eigentlich auch nichts weiter sagen. Handlung war okay, Charaktere waren okay, Setting war wahnsinnig detailreich beschrieben und der Schreibstil war sehr, sehr ausladend und auch detailreich, aber absolut nicht meins und mehr kann und möchte ich zu diesem Buch eigentlich auch nicht sagen, denn es war nicht mein Buch. Lassen wir das. Und dann habe ich im Februar noch ein weiteres Buch von meiner 18 für 18 Liste gelesen und zwar Legend, Fallender Himmel von Marie Lu.
Dieses Buch habe ich mit der lieben Sandra zusammengelesen. Hallo liebe Sandra, sei gegrüßt an dieser Stelle. Und ich muss sagen, wir sind wahnsinnig schnell durch dieses Buch gekommen. Ich meine, klar, es ist ein Jugendbuch, es hat eine große Schrift und einen breiten Rand. Aber auch der Lesefluss bei mir war richtig gut. Also ich bin wirklich durch diese Seiten geflogen und es war nicht langweilig, es war nicht uninteressant. Es war einfach eine richtig gute Geschichte, die richtig gut erzählt wurde. Und Legend hat mir definitiv sehr, sehr viel Spaß gemacht beim Lesen. Zum Inhalt kann ich nur sagen, in diesem Buch geht es um Day und June. Und Day und June kommen quasi aus verschiedenen Welten. Und June ist das Wunderkind der Nation und sie ist militärisch betrachtet ein Genie. Also sie ist unglaublich intelligent, sie kann sehr, sehr viele Dinge gut voraussehen, sie kann um die Ecke denken und keine Ahnung, was nicht noch alles. Sie ist gut im Klettern und sie ist sehr, sehr athletisch. Sie ist militärisch gesehen einfach wirklich ein Wunderkind und kommt auch aus einer angesehenen Militärfamilie und macht gerade halt ihre Ausbildung. Sie ist 15 Jahre alt. Und auf der anderen Seite der Geschichte haben wir Day. Und Day ist quasi der meistgesuchte Verbrecher der Nation. Er ist ebenfalls wie June 15 Jahre alt, aber auch er ist besonders intelligent und auch er ist besonders schnell und athletisch. Und ja, die beiden haben eine Sache gemeinsam. Was das genau ist, werde ich euch an dieser Stelle nicht verraten. Nur so viel sei gesagt, Day braucht dringend Medikamente für seine Familie und bricht dadurch in ein Krankenhaus ein. Und während dieses Krankenhauseinbruches passiert etwas und June wird dann auf ihn angesetzt und soll ihn quasi zur Strecke bringen. Und als die beiden dann aufeinandertreffen, ist alles anders erstmal wie gedacht. Und was dann mit den beiden alles passiert und was das alles mit Day und June zu tun hat und was das alles für Konsequenzen nach sich zieht, das ist es quasi, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Ich weiß, dass diese Inhaltsangabe jetzt ein bisschen verwirrend und vielleicht auch durcheinander war, aber ich möchte der Geschichte nicht viel vorwegnehmen, denn die Geschichte ist wirklich einfach richtig, richtig cool. Es ist eine Jugenddystopie und sie hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also was die Handlung betraf, fand ich die Geschichte ganz, ganz toll. Ich mochte den Verlauf der Geschichte. Ich mochte diese Spannung, die Marie-Lou immer wieder hier eingebracht hat. Ich mochte die schockierenden Momente in der Geschichte. Ich mochte die ruhigen Momente in der Geschichte. Also ich fand die Geschichte von vorne bis hinten einfach wirklich sehr, sehr gut durchdacht. Und ja, der Verlauf und das alles, die Handlung hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Und ich kann euch, was das betrifft, Legend wirklich nur empfehlen. Was die Charaktere betraf, wir lesen dieses Buch auch aus der Sicht von Day und June, immer im Wechsel. Was einen sehr, sehr guten Einblick auf beide Charaktere gibt. Und ich kann nur sagen, dass ich komplett das ganze Buch bei Day war, aber ich war halt auch bei June und ich konnte ihre Gedankengänge verstehen, ich konnte ihre Zweifel verstehen und ihre Ängste, aber genauso konnte ich es bei Day. Und ja, das hat die Autorin einfach ganz, ganz toll gemacht, dass man mit beiden Charakteren irgendwie doch sympathisiert, auch wenn man den einen oder anderen Charakter manchmal echt auf den Mond schießen konnte und sich dachte so, warum machst du das jetzt? Aber man konnte es dann doch irgendwie wieder verstehen. Aber das fand ich halt wirklich ganz, ganz toll, dass die Autorin einem diese zwei Charaktere hier wirklich sehr, sehr nahe gebracht hat und halt auch eine gewisse Tiefe für die Charaktere und ein gewisses Verständnis für die Charaktere erschaffen hat. Und ich werde wieder dunkel. Ja, ansonsten, die Nebencharaktere haben mir auch sehr, sehr gut gefallen, die wir hier in diesem Buch noch mit haben. Ich fand es sehr, sehr dramatisch, was mit dem einen und anderen Nebencharakter hier passiert ist. Und ja, es war wirklich sehr, sehr traurig, das teilweise alles mitzuerleben. Aber ich habe dann wieder gemerkt, dass ich voll bei den Charakteren bin. Ich habe mit denen mitgelitten, ich habe mit denen mitgefiebert. Und das macht ja ein Buch für mich immer aus, dass ich halt wirklich in der Geschichte bin, dass ich bei den Charakteren bin. Und das war hier in dem Buch definitiv gegeben. Was das Setting betrifft, befinden wir uns hier in Los Angeles, in einem Los Angeles in der Zukunft. Die USA, wie wir sie kennen, gibt es nicht mehr. Sie ist gespalten. Und wir haben hier zwei Nationen, die sich gegenüberstehen im Krieg. Und natürlich versucht die eine, die andere zu besiegen. Also das Amerika, wie wir es kennen, gibt es nicht mehr. Die Nation ist gespalten und wir haben auf der einen Seite die Republik und auf der anderen Seite die Patrioten und die führen Krieg gegeneinander und spionieren sich natürlich gegenseitig auch aus. Und das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der in diese Geschichte noch mit reinspielt. Aber ansonsten, wie gesagt, vom Setting her befinden wir uns hier in Los Angeles, in einem natürlich etwas anderem Los Angeles. Dieses Los Angeles hat verschiedene Sektoren, es hat verschiedene Armuts- und Reichenviertel und auch die Gebäude und das alles sieht natürlich anders aus wie zu unserer Zeit. Aber ich konnte mir das schon relativ gut vorstellen. Ich hatte mit den Größenverhältnissen wieder so ein bisschen meine Probleme, so die Größe von so einem Sektor mir im Kopf vorzustellen. Aber das fand ich jetzt nichts Dramatisches. Also was das Setting betrifft, hat es mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wo uns das Ganze im zweiten Teil hinführen wird. Und was den Schreibstil von Marie-Lou anbelangt, kann ich nur sagen, dass die mir wieder richtig gut gefallen hat. Ich mochte ihn bei Young Elites ja auch schon sehr. Ich fand die Art und Weise, wie Marie-Lou die Geschichte geschrieben hat und erzählt hat, ganz, ganz toll. Ich finde, Marie-Lou hat einfach eine ganz, ganz tolle Art, diese Geschichte zu schreiben. Ihr Schreibstil ist nicht langweilig, er ist nicht zu langatmig, er ist nicht zu kurz und knackig. Sie hat da sehr, sehr gutes Mittelmaß gefunden, Dinge zu beschreiben und zu erzählen.
erzählen, aber halt dem Leser halt auch genau das richtige Maß zu geben. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass man nicht jetzt wie zum Beispiel bei Das Herz des Verräters sich in Details verliert oder wie bei Königreich der Schatten das gar nicht alles ist erwähnt. Und ich finde, Marilou hat da wirklich einen richtig guten Mittelweg gefunden und mich persönlich hat sie damit auf jeden Fall sehr, sehr angesprochen. Ansonsten ist ihr Schreibstil natürlich romantisch, er ist aggressiv teilweise auch und ja, ist auch teilweise sehr, sehr sachlich und klar. Und ich fand die Mischung einfach ganz, ganz toll. Das hat mir aber damals bei Young Elites einfach schon sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ich mochte den Schreibstil von Marilou in diesem Buch wieder sehr. Und ich bin gespannt, wie es im zweiten Teil mit Day und June weitergeht und was die Geschichte noch für uns bereithält. Das Einzige, was ich zu bemeckern habe, ist die Sache mit dem Hund. Ich als Hundemutti weiß, wie viel Aufwand und Zuneigung und Zuwendung so ein Tier auch braucht und wie viel Pflege das Tier auch braucht. Und June hat einen Hund in diesem Buch und dieser Hund geht nie Gassi, dieser Hund muss nie was essen, dieser Hund ist dauerhaft alleine, aber das ist alles völlig normal und okay. Und das war die einzige Sache, die mich in diesem Buch so extrem gestört hat, dass dieser Hund irgendwie nicht richtig umsorgt wurde. Das ging mir auf den Sack, das hat mich genervt, aber es spielt nur am Rande der Geschichte eine gewisse Rolle mit diesem Hund. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie es mit diesem Hund im zweiten Teil weitergeht, keine Ahnung. Aber das hat mich echt genervt, dass dieser Hund nie Gassi musste, dass dieser Hund nie essen musste, dass dieser Hund echt manchmal gefühlt tagelang alleine war. Aber das war alles okay. Der Hund hatte damit keine Probleme und war auch nicht einsam oder so. Nein. Das hat mich echt ein bisschen gestört. Aber das war, wie gesagt, das Einzige, was mich so gestört hat. Aber hat jetzt aber an und für sich der Geschichte keinen Abbruch getan. Deswegen will ich da jetzt auch gar nicht mich da so weiter reinsteigern. Aber ich wollte es nur am Rande mal erwähnt haben, dass mich das schon gestört hat mit dem Hund. Ja, mehr gibt es jetzt zu Legend aber eigentlich dann auch nicht. Das waren wieder zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher. Und wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche. Und jetzt kommt die Sonne wieder und ich werde wieder extrem hell. Und Licht ist heute Katastrophe. Wie gut, dass ich jetzt fertig bin mit Drehen. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.